Ich berücksichtige dafür, ich weiß, dass das jetzt an dieser Stelle schon wieder die wenigsten sehen werden, nur Kommentare, die direkt unter diesem Video ja quasi gesetzt werden. Und damit soll es dann auch gut sein. Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms, heute unter freiem Himmel. Es ist allerdings nicht so ganz so schön sonnig, sondern es ist mitten im Winter. Und ja, dieses Video ist relativ spontan. Worum geht's? Ich habe so ein bisschen Emotionen wahrgenommen. Es war im Livestream im letzten, den verlinke ich euch einmal hier oben, ging es um, ja, Haltungsverbot für exotische Tiere, ausgesprochen von unserem Bundeslandwirtschaftsminister, unter anderem auch für Ernährung, Cem Özdemir von den Grünen. Ich bin überhaupt gar nicht so richtig vorbereitet. Ich habe mir überlegt, wie ich dieses Video angehen soll, denn es wurde von euch jetzt angefragt, auch im Livestream, wie gesagt, seppt da mal rein oder auch nicht. Da ging es nur darum, wollen wir Bezug darauf nehmen oder nicht. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen und wollte erstmal so ein paar Gegebenheiten abwarten und ein paar weitere Stimmen. Erstmal diese Forderung von Cem Özdemir ins Land ziehen lassen, um so mal grundlegend die Stimmung abzufangen. Jetzt ist Folgendes passiert. Ein bisschen Unruhe herrscht natürlich auch in den Kommentaren. Und ich habe mir überlegt, wir gehen da Step by Step einfach mal dran. Eine Lösung werden wir sicherlich nicht erarbeiten, aber so verschiedene Meinungen einholen. Und nach einem kurzen Intro sage ich euch, was ich davor habe. So, worum geht es genau? Cem Özdemir hat gefordert, oder ja, ist erstmal ein frommer Wunsch, denke ich, dass die Exotenhaltung verboten wird. Und zwar hatte ich mir dann einen Artikel rausgesucht von Focus.de. Özdemir will exotische Haustiere verbieten. Warum braucht jemand Schlangen? Fragt er sich natürlich. Ja, das ist hier der, also Quelle ist hier Focus online. Ich verlinke euch den Artikel hier unten in der Infobox. Könnt ihr mal draufklicken. Ich habe extra mal so einen Artikel genommen vom Focus. Der ist nicht so reißerisch. Und ja, wie es andere jetzt schreiben. Ne? Da ist immer ein bisschen mehr Anstacheln so mit drin. Und deswegen könnt ihr mal hier reinklicken und dann im genauen Wortlaut, was er sich da denkt und ja, was, wie das aussehen könnte. Ne? Die Frage, warum ich jetzt doch darauf reagiere, ich habe unter den letzten Videos, die jetzt die Tage online gekommen sind, einige Inhalte dazu immer wieder gelesen. Viele Emotionen sind dabei. Und ich glaube, man muss erstmal die Füße stillhalten, wie so oft, das ist das Beste. Ich nehme aber hier mal einen Kommentar als Referenz dafür. Hier, wir müssen aktiv werden. Ja, nein, weiß ich nicht. Ich habe eine Meinung dazu, ganz klar. Ich wollte aber erstmal eure Meinung abfragen, wie die ist. Ich werde jetzt gleich im Gegenzug noch mal eine extra Aufnahme machen mit meiner Meinung, damit wir jetzt hier uns nicht gegenseitig beeinflussen, und die wird ein paar Tage später rauskommen. Werde ich dann an dieser Stelle verlinken, und natürlich nehme ich auch bei dem anderen Video Bezug auf dieses hier. Ihr seht denn auch, dass es in gleicher Kulisse ist und nicht erstmal Antworten und Meinungen abgefragt und dann dupliziert. So wird es dann natürlich nicht sein. Ihr seht hier im Übrigen, ich bin hier gerade an der Ruhr unterwegs. Spazier etwas entlang und ein bisschen frische Luft schnappen. Es ist eisig kalt draußen, aber das macht nichts. Und ja, ich denke, es ist eine ganz gute Basis, um sich mal Gedanken zu machen. Da war gerade, ich glaube, ein Raubfisch. Jetzt stand ich gerade vor verschlossener Tür, es ging nicht weiter. Na gut, so ist das manchmal, wenn man so orientierungslos durch die Gegend läuft. Ich möchte dieses Video allerdings erstmal nutzen, um eure Kommentare einzufangen, um eure ersten Gedanken, eure Befürchtungen, Kritik natürlich. Ich möchte hier nicht irgendwie sammeln, ja, scheiß Grün und politische Einstellungen, und das darf ja alles nicht wahr sein, und Deutschland ist dem Untergang geweiht und nur noch bergab und nichts darf man mehr, und das soll alles hier keinen Platz finden, sondern ich möchte gerne von euch richtig gute Meinungen haben, die vielleicht dafür sprechen. So blöd sich das jetzt anhört, die gibt es sicherlich auch, die auch dagegen sprechen. Und denkt dran, es ist immer ein guter Moment, wenn man auf jemanden trifft, mit dem man eine relativ gute
Konversation führen kann, der sagt, ich bin absolut dafür, dass wir hier, ich spreche jetzt mal für Deutschland, die Exotenhaltung verbieten. Ja, das ist immer, das muss man immer als Chance sehen. Da darf man nicht diese Rangelei und wer jetzt am lautesten brüllt, der hat am Ende recht, das wird es eh nicht sein, sondern man muss das immer als Chance nutzen, um da in den Austausch zu kommen und sich auch mal vorstellen, dass es vielleicht eine andere Seite gibt und wie die aussehen könnte. Ich habe dazu, glaube ich, eine Meinung, die entwickelt sich, glaube ich, auch, wenn ich so drüber spreche, aber ja. Und darum geht es letztendlich. Ich möchte, dass ihr hier, und ich nehme gerne Bezug auf diese Kommentare dann, und das werden wir gemeinsam tun in einem Livestream. Ich hatte das im letzten Livestream auch schon angekündigt, dass wir da viel thematischer mal dran gehen werden. Das war wieder eine richtig nette Runde mit bis zu 40 Teilnehmern parallel. Das habe ich aber erst im Nachgang gesehen, das sehe ich währenddessen nicht. Mir reicht es auch, wenn wir da zu dritt sind und uns austauschen. Vielleicht auch Webcam zu Webcam wäre auch mal interessant. Letztendlich ist das ein Thema, wo ich gerne drüber sprechen würde, eure Meinung. Zweiter Step ist, ich schildere euch meine Sicht der Dinge. Und als drittes dann würde ich großzügig vorher den Stream ansagen, wann der ist, um dann auch live diese Themen mal zu besprechen. Und ohne doppelten Boden oder sonst irgendwas. Ich berücksichtige dafür, ich weiß, dass das jetzt an dieser Stelle schon wieder die wenigsten sehen werden, nur Kommentare, die direkt unter diesem Video quasi gesetzt werden. Und damit soll es dann auch gut sein. Ja. Ich denke, das war es erstmal an der Stelle. Kommentare, was geht ab? Nächste Video, Stream, auch klar. Das Ganze wird irgendwie so eine Miniserie, damit man es später besser verfolgen kann. Und haut eure Kommentare drunter, wie ihr wollt. Ne? Also auch dann in den nächsten Inhalten. Ja, und wir werden da sicherlich weiter dranbleiben und mal gucken, wie ich das nennen werde. Ich finde es schwierig, da einen Namen dran zu schreiben. Cem Özdemir, keine persönliche Meinung. Ist doch der irgendwie auf dem Balkon stand oder auf der Terrasse und irgendwas mit Gras oder so. War da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Müsste ich mich informieren. Ich glaube, es ist ein allgemeines Thema. Wer es am Ende ausruft oder wer auch nicht, das kann man auch mal beiseite schieben. Da stecken sicherlich viele Gesichter hinter und vor allem vorher viele Köpfe zusammen. Und von daher würde ich sagen, haut's hier unten rein, was ihr darüber denkt. Nächsten Teil gibt es dann und ich glaube, ich werde jetzt vom Hund angegriffen. Also bis später, ihr bleibt gesund und bis zum nächsten Video erstmal. Ciao, ciao.